So, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich hatte ganz spontan aber mal Lust. Nachts um 10 nach 5. Nein, Quatsch, so spät ist es auch nicht. Es ist 3:30. Hatte ich irgendwie so ganz spontan Lust, weil ich irgendwie, weiß nicht, kann irgendwie nicht schlafen. Da habe ich einfach mal gedacht, komm, mach's einfach nochmal deinen PC kurz an. Geht ja schnell. Und dann ja. Auf jeden Fall, willkommen in der 1.4.4 Version. Keine Angst, hat sich nicht so viel verändert. Also nicht so viel wie bei der 1.4er Version. Ja, was hat sich so groß verändert? Also, ich weiß nicht, ob das interessant ist, dass man jetzt auch Falltüren an Steinstufen tun kann. Weiß ich nicht. Also für mich wäre das nicht interessant. Ja, wir machen einfach mal hier unten weiter. Muss erst mal gucken, wo wir sind. 18. Ach, wir waren ja bei Strip Mine. Wir wollten ja ein bisschen Krippen. Machen wir mal da weiter. Ja, leider immer noch ohne Playlist. Bin auch dabei, mir ein paar Soundtracks rauszusuchen, die euch vielleicht gefallen könnten. So, zack, zack. Ja. Weiß nicht, ja, so ohne Playlist finde ich es auch irgendwie ein bisschen blöd. Da ist so die ganze harmonische Stimmung weg. Weil man dann nur diese krächzende Stimme hat von dem, der das Let's Play, ist halt schon ein bisschen nervend. Ich weiß. So. Über was könnte ich denn reden? Ich wollte irgendwas ansprechen. Scheiße. Ist es wieder aus meinem Kopf? Ich wollte irgendwas ansprechen, das weiß ich. Vor der Aufnahme habe ich es noch. Vor der Aufnahme, da hatte ich es noch, habe ich gesagt, ja, das könntest du mal ansprechen und dann ist alles wieder verpufft. Weiß nicht. Habt ihr das auch manchmal? Dass ihr an was ganz Wichtiges, ganz Krampfhaftes denken müsst und dann in dem Moment, wo ihr es braucht, habt ihr es ja vergessen. Dann. Hey, das geht so nicht. Kohle. Guckt euch das an. Level 11. Mir fällt es irgendwann wieder ein. Irgendwann in der Nacht, wenn ich da mal schlafen gehen sollte, dann wird mir das einfallen. Irgendwann. Aber nicht jetzt. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Yeah. Ach, das war keine Kohle. Egal. Was nicht nach Kohle aussieht, das wird nicht abgebaut. Alter. Da brat mir doch einen an Storch. Okay. Ne, irgendwas wollte ich ansprechen. Ach ja, falls ihr euch wundert. Jetzt fällt es mir wieder ein. Falls ihr euch wundert, warum sich noch nicht so großartig was getan hat auf meinem Kanal. Also ich habe jetzt ein Logo. Vielen Dank nochmal an den dazugehörigen YouTuber, der mir das erstellt hat. Sein Kanallink steht immer unten in der Videobeschreibung unter jedem Minecraft-Video. Vielen Dank nochmal dafür. Ich glaube, Wees Markey. Hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall schaut mal bei dem vorbei. Der stellt euch wirklich Logo, einen eigenen Avatar und ein Wallpaper. Ich wollte eigentlich, habe ich mir gedacht, ich wollte mein Wallpaper zum Download freigeben, aber da hab ich mir auch gedacht, ey, was wollt ihr denn mit meinem Wallpaper? Ja, über was kann ich denn reden? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die ganzen Veränderungen halt vor Weihnachten, dass das halt soweit fertig ist. Also auf jeden Fall noch in diesem Jahr fehlt ja jetzt nur noch ein In und ein Outro. Und ich höre Lava. Und mir fehlt noch ein neuer Background. Und mir fehlt gleich ein ganzes Leben. Weil irgendwo kommt es ja gleich rausgespritzt. Oh. Da kommen wir schon gefährlich nah. Ich baue jetzt mal auf Abstand. Die ist bestimmt hier über uns. Wetten? Nein. Eisen. Eisen ist immer gut. Eisen ist immer gut. Eisen, das ist immer gut, immer. So, keine Lava. So, ich werde mir jetzt einfach mal hier vorgraben. Die Gefahr hin, dass hier Lava rauskommt. Flüssige Magma.
Oh, ich war so letztens, ne, war ich in so einem Restaurant, ne, bei so einem richtig feinen Nobel-Italiener, ja, was heißt Nobel-Italiener, beim ganz normalen Italiener, oh, um die Ecke. Ciao, Luigi, mua, bello. Oh, die Italiener, ne, sehr so macho, falls jetzt ein paar Italiener zuschauen. Bello. Ich mag wirklich Italiener. Sind sehr freundlich zu Kindern, Bambinis. Bei denen ist Bambini an erster Stelle. Ja, scheiß auf die Frau, scheiß aufs eigene Leben. Bambinis haben immer Vortritt. Tja. So ist das, ne? Und dann vor allem war da so eine ganz eiskalte Kellnerin. Ich glaube, die war den zweiten Tag da. Und die war total unfreundlich. Also, da war so ein Kunde, der da gesessen und hat so die ganze Zeit geschnipst. Fräulein, bedienen Sie hier auch? Und sie eiskalt. Nee, ich verkauf Schlauchboote. Ich trage nur die Schürze, damit nichts kalt wird am Geschlechtsteil. Ja, also, ja, warum sind Sie denn so unfreundlich? Dann sie so, ich sag, wenn Sie freundliche Mitarbeiterin suchen, gehen Sie zu McDonald's. Und dann, ich hab das nur so mitbekommen mit einem Ohr. Und dann, er so, nein, ich hätte gern die Trilogie vom Zangenbarsch. Auf einem freischwimmenden Sesamöl-Dressing? Mit freilaufenden Tomaten und handgeklöppelten Kartoffelecken? Da habe ich auch so gedacht, Alter, die Frau hat noch ein paar andere Tische. Und einen Moment danach sie so, ja, gerne doch, ich hab ja nur 18 Tische. Gerne doch, nur für dich bringe ich den Tomaten noch das Sprechen bei. Nur dann, wenn ich auch noch Zeit hab. Ah. Ich kann auch nichts essen. Habe ich irgendwas zum Wegwerfen? Egal. Na, also wie gesagt, sie ist da so, ja, klar, nur für dich springe ich den Tomaten noch das Sprechen bei. Nur für dich, wenn ich später noch Zeit habe, kann ich dir deinen Eiswürfel gerne zum Kranich schnitzen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, backe ich dir vielleicht noch einen Kuchen mit Reißverschluss, du Idiot. Ey, da hab ich so gedacht, ey, Alter, du kannst echt froh sein, dass du nicht aggressiv bist. Boah. Und der wollte dann auch übrigens so ganz schnell die Rechnung haben. Also der hat so zack, 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 zack gegessen und dann auf einmal, Rechnung bitte, Fräulein. Tja. Und dann, dazu muss ich auch nochmal eine Geschichte dazu erzählen. Also das ist, also Trinkgeld ist auch irgendwie ein bisschen scheiße. Ich mein, da wird jetzt bestimmt wieder bei euch einige geben, die so fragen, was denn das? Also, ich werde das mal kurz erklären. Also, Trinkgeld ist das Geld, was prinzipiell in Hohlfläche diagonal, meistens diagonal über den gesamten Tresen geschoben wird. Auch mit netten Worten, schön einteilen. Gib nicht alles auf einmal aus. Erhebst die Hand hoch, sind 20 Cent meistens nur drunter. Ja, also was die Sache Trinkgeld angeht, da sind die Kellner bzw. Kellnerinnen ganz schön gearscht. Also ich meine, wenn du bezahlst und die war total nett, die Bedienung, und das kostet irgendwie so 50, 60 € und du gibst, was weiß ich, 64 € hin und verlangst nach 61,50, dann hat der ein Trinkgeld von 1,50 €, da weiß der genau, nach Feierabend schmeißt er erstmal eine Runde Kümmerling für seine Freunde. So viel Geld hat er. Ich muss mal jetzt hier was wegschmeißen, Leute. So, damit ich hier mal die wertvollen Sachen aufheben kann. Ja, Quatsch. So. Ja. Wie gesagt, also der Job als Kellner, das ist wirklich. Bist du echt arm dran? Ich kann davon selber ein Lied singen. Ich hab's da selber mal ein vierwöchiges Praktikum gemacht, eben als Hotelfachmann. Wo das Kellnern mit enthalten ist, sag ich jetzt mal. Und, das ist ein knallharter Job. Also, du bist froh, wenn du Leute hast, die deinen Job nicht zu schätzen wissen. Es gibt natürlich so und so Leute. Die so Leute sind so drauf, die so und so Leute sind dann so und so drauf, ne? Also, das ist von Restaurant zu Restaurant ist das immer unterschiedlich. Ja, die Gastronomie, da habe ich schon mal einen Titel. Gut. Cool. Warum eine Gastronomie? War ich auch mal in einem Laden drin.
französische Homme Gastronomie. Die Inneneinrichtung war genauso sparsam wie die Speisekarte. Ich meine, ich persönlich, ich habe nichts dagegen, wenn Architekten Drogen nehmen, aber Fliesen an der Wände? Ich meine, ein paar stehen ja auf kalt und hackgeschnitten, deswegen sollte ich da auch arbeiten. Also daher. WTF! Was willst du denn? Boah, hat mich jetzt erschrocken. Komm runter. Ja, Lapis. Weiß ich nicht, wo bin ich denn auf welcher. Na! Wo bin ich denn? Ich mache so schöne Erinnerungsfotos. Auf Höhe 21. Ey. Kollege, kommt der jetzt hier nochmal hoch oder was? Haha. Ich wollte dir sagen. Noob. So. Hoffentlich rächt sich das jetzt nicht. Hoffentlich kommt jetzt nicht hier irgendwie sein Bruder. Oh, hi. Da ist sein Bruder. Ey, noch ein Vorurteil bei Türken. Ich hab nichts gegen Türken. Aber das ist, meistens ist das doch so. Ja, genau, wenn man nur noch 6 FPS hat. Warum auch immer. Das rächt sich jetzt. Ja, ich habe zu viel über Ausländer erzählt. Jetzt rächt sich Minecraft dafür. Jetzt rächt sich das dafür, ne? Ja. Ne, okay, ich wollte sowieso an der Stelle mal einen Aufnahmestopp machen. Und zwar jetzt. Wo es anfängt wieder zu laggen, machen wir hier einen Aufnahmestopp und ich erzähle euch im nächsten Part ein paar Vorurteile. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin und tschüssi.